Vitamin-D-Creme drüber. Aber jetzt im Endeffekt so, dieser grüne Belag, wir werden den da so überhaupt so oben drüber streichen müssen, weil der sowieso nicht so, wie soll denn das aussehen? Wir machen den gleich fertig, den grünen Belag. Dann müsste der Auflauf auch beinahe fertig sein, denke ich mal. Ich habe eigentlich immer noch keinen Hunger, aber gut. Wir werden ihn trotzdem verkosten, weil ich bin ja mal gespannt, wie er schmeckt. Na, ich stelle ihn mal ein bisschen höher. Ich finde, er kann noch ein bisschen gut durchbrennen. So rein tisch muss man das ja jetzt hier oben drauf machen. Wie gesagt, ich finde, das sieht echt klein aus im Gegensatz zu. Was auf dem Bild ist. Ne? Aber es riecht auf jeden Fall schön nach Melone. Ich weiß jetzt nicht ganz ehrlich, wo ich dann die schönen Belagen machen soll. Weil das hier alles so voll ist. So einen rosanen Belag. Vielleicht können wir gleich noch einiges gut machen. Ich habe leider kein so dieses Messer, was man für Torten benutzt. Das wäre mal cool. Schmeckt lecker nach Melone. Was für Munder! Gucken wir mal. In Ruhe. Was hier los? Was hier los? Also okay, gut, Mana, da bin ich zum Beispiel raus. Ah ja, da unten muss erstmal alles ablegen, guck mal. Weil ich habe einen Krieg mit Hefeteig. Ja, Jörn, das geht ja auch gar nicht, ne? Moin, Norman. Diese Nachricht wurde vom Moderator gelöscht, okay. Bist du für Rot-Grün? Was habt ihr heute mit eurer Politik, ey? Was ist denn da los schon wieder? Ich sag, ich zieh das mal magisch an. So, also hier haben wir das gleiche, nur mit weniger Joghurt. Also 100 Gramm Sahne. Also den Rest quasi mit 50 Gramm Joghurt in einer Rührschüssel auch Steinschlamm. Ja, ich nicht so ganz. Es sieht aus wie ein Haufen von beiden. Aber der Auflauf sieht wesentlich besser aus als der nicht gekonnte Kuchen. Nee, außenrum kommt das Grüne dann. Und dann oben drauf die Schokostreusel da. Töpfchen. Wir machen jetzt so wie auf die Verpackung. Ich kann es nochmal nicht mehr halten. Und fokussiert immer so schlecht, ne? So sieht es ja eigentlich aus, ne? Meine Theorie ist es anders. Ich denke mal, hätte man eine andere Form genommen oder so, würde es auch vielleicht besser aussehen, aber gut. Lieblingspötte, ey. Das ist eigentlich für. Da ist so ein Deckel drauf für Tee oder keine Ahnung was für ein Kaltgetränk. Ich benutze sie schon Jahrzehnten zum Essen und keine Ahnung was. So, grün. Och, Tutti. Was ist schon nicht einfach, ne? Ja, grün riecht auch nach Wassermelone. Was ein Wunder. Wissen, was für Schadstoffe da drin sind. Echt, das ist auch normal. Die Sahne. Da bin ich mal gespannt, wenn wir das in den Kühlschrank stellen. Das war schon wieder.
sieht auch so komisch und krasselig aus für mich. Das sieht auf jeden Fall schon grün aus. Ah, unten ist noch ein bisschen was. Schön, auch alles im Boden hat. So, dann machen wir das jetzt auch wieder so, dass wir den Joghurt da unterrühren. Den Rest. Gott sei Dank ist. Ach, Inza ist ja jetzt Müll. Stimmt. Warum ist ja kein Müll? So, unterrühren. Das ist auf jeden Fall ein bisschen cremiger von der Konsistenz als das andere. Aber auch nicht wirklich. Von der Menge her ist auch wenig. Mal gucken. Das sind eher so Melonenpfannkuchen, glaube ich. Ich überlege gerade, wo ich das am besten verteile. Gleich. Wie gesagt, dieses Messer für Konditoren, das ist ganz gut. Da habe ich. Ach, da habe ich. X Stück von gehabt. Ich weiß gar nicht, wo wir die abgegeben haben oder weggegeben haben, weggeschmissen oder was weiß ich was. Ich habe davon mal tonnenweise gehabt, wegen meinem Ex. Ey. Der hat allerdings nicht gebacken. Aber wir haben die Dinger trotzdem im Haushalt gehabt. Also ich weiß auch nicht, woher sie da anderen war. Tut ich nicht. Hör mal auf jetzt, ist gut. Ich brenne hier die ganze Zeit. Das wird sogar fast ein bisschen eng. Ein bisschen wenig. Da müssen wir jetzt mit ein bisschen knausern hier. Füllung. Schon sehr alt. Moment. Das am besten. Ich werde euch dann berichten, wie es schmeckt. Weil da muss dann jetzt sowieso im Kühlschrank. So, das ist so ein bisschen hübsch zu machen. Ein bisschen glatt zu streichen mit dem Messer. Ist natürlich suboptimal, aber es geht. Pink kommt da drin. Das ist ein bisschen wenig, finde ich jetzt. So im Verhältnis. Wenn man das Pinke alles abdecken will unten, sollte natürlich auch nicht ins Pinke rein. Hier fehlt uns ein bisschen Masse. Mal ein bisschen, ne? Gerade ist was anders, aber das ist ja egal. Okay.
Das war unser Melonenkuchen. Jetzt noch die Tröpfchen oben drauf. Sieht halt aus wie ein Flatschen, aber egal.